Das Betriebssystem WebOS hat seine zweite Premiere auf der CES gefeiert. Allerdings nicht auf einem Smartphone wie im Jahr 2009, sondern auf Fernsehern von LG. Die Koreaner haben das ehemalige Smartphone-Betriebssystem nämlich komplett umgestaltet und für den Einsatz auf großen Bildschirmen optimiert. Alle Eingangsquellen, Apps und sonstige Inhalte findet man in einer horizontalen Leiste am unteren Bildrand. Darüber wählt man die gewünschten Inhalte aus, egal ob Fernsehen, Internetanwendung oder Streamingdienst. Bedient wird der Fernseher über die sogenannte Magic Remote. Diese besitzt ein Scrollrad, kann aber auch, ähnlich wie ein Wii-Controller, frei im Raum bewegt werden. Apps und Spiele können im LG Store heruntergeladen werden. Dieser listet neben Apps auch TV-Sendungen oder Video-on-Demand-Inhalte auf. Der Nutzer kann dann aus dem Store direkt in das laufende TV-Programm oder zu Streaming-Anbietern wie Netflix wechseln. Auch das Einrichten des Fernsehers soll so einfach wie möglich sein. Dazu stellt LG dem Nutzer einen animierten Vogel namens Beanbird zur Seite, der ihn durch den Einrichtungsprozess führt. Die WebOS-Oberfläche ließ sich beim ersten Ausprobieren schnell und flüssig bedienen. Allerdings handelte es sich dabei um Messedemos. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Geräte bei Marktstart schlagen. LG jedenfalls ist von WebOS überzeugt und will 70% seiner 2014 erscheinenden Smart-TVs mit dem Betriebssystem ausstatten.